Ein reisender Kaufmann kommt in seine Heimat Palmyra zurück und erzählt seiner Schwester von seiner Begegnung in einer ägyptischen Hafenstadt mit einem Händler aus Alexandria, der ihm die Handelsbeziehungen dort erklärte. Die Geschwister fragen sich im Anschluss, wie sich Palmyra parallel zu Alexandria in den Transithandel etablieren konnte. Dieses Szenario spielt sich um 50 vor Christus in der Agora von Palmyra ab. Willkommen zurück, mein Bruder. Schön, dass du von deiner Reise heimgekehrt bist. Du hast sicher viel zu erzählen. Aber jetzt komm erstmal rein in unser Geschäft. Die Stammesältesten werden sich freuen, wenn sie erfahren, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, endlich wieder hier zu sein, meine liebe Schwester. Ich hoffe, du hattest hier nicht allzu viele Probleme, als ich auf Handelsreise war. Nein, gar nicht. Aber erzähl doch mal, was du alles auf deiner Reise erlebt hast. Du warst schließlich 4 Monate weg. Ja, das war eine lange Zeit. Aber ich habe dir einige interessante Geschichten zu unseren Waren zu erzählen. Angefangen damit, dass ich einen interessanten Ägypter getroffen habe, der mir viel beigebracht hat. Ich habe von den Stammesältesten schon gehört, dass Alexandria eine große Rolle spielt. Aber wie zeichnen sie sich denn im Handel aus? Das ist relativ einfach. Es liegt daran, dass die Route, die die Händler nehmen müssen, direkt durch Alexandria durchführt. Und dafür verlangen sie einen entsprechenden Zoll, welcher ungefähr einem Viertel der Ladung entspricht. Das ist aber ein großer Anteil, den die Ägypter dort verbuchen. Das ist wahr. Aber kommen wir nun zu der Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Ich fuhr gerade mit meinem Schiff in den Hafen von Muziris ein, als mich an der Anlegestelle ein Ägypter ansprach. Ich dachte erst, in was ich hier jetzt wieder hineingeraten bin. Denn du weißt ja, dass die Ägypter diese Handelsroute schon seit langer Zeit nutzen. Und wir sind ja noch nicht so lange in dem Handelszweig aktiv. Das ist wahr. Wir waren ja auch die Ersten, die durch die Stammesältesten ausgewählt wurden, uns in diesem Bereich zu etablieren. Das ist richtig. Deshalb erwarten sie auch so viel von uns. Aber kommen wir zu der Geschichte zurück. Der Ägypter war nämlich anders, als ich es mir vorgestellt habe. Er ist selbst auch Kaufmann, so wie wir. Und er muss mir wohl angesehen haben, dass ich noch nicht so lange in dem Handelszweig unterwegs bin. Denn er fragte mich, was ich hier in Muziris wolle. Ich sagte ihm, ich sei hier, um Getreide und Gewürze von den Indern zu kaufen. Er ist sehr offen gewesen und hat mir sogar einiges beigebracht. Bevor er mir geholfen hat, einen geeigneten Händler zu finden, der alles handelte, was ich suchte. Danach hat er mir noch von der Monsunpassage nach Hause erzählt. Diese wurde wohl erst vor ein paar Jahren entdeckt. Sie sorgt dafür, dass man mit dem Schiff schneller nach Indien gelangen kann. Im Sommer und im Winter kommt man auf derselben Strecke wieder zurück. Ermöglicht wird das durch den sich drehenden Wind. Deshalb warst du dieses Mal etwas schneller als sonst. Deine Reise hat auch schon mal fast ein halbes Jahr gedauert. Das ist richtig. Dadurch, dass es schon Winter war, konnte ich also durch die schnellere Route knapp 3 Wochen sparen. Aber da es schon einige Zeit her ist, dass ich die Agora von Palmyra gesehen habe, erzähle mir doch bitte etwas über unsere Heimat. Ich wüsste gerne, was sich während meiner Abwesenheit hier so alles getan hat. Besonders in Bezug auf den Handel. Palmyra macht sich ebenfalls prächtig. Wir entwickeln uns auch immer mehr in Richtung Transithandel. Meinst du, dass wir neben Alexandria in Zukunft bestehen können? Das ist gut möglich. Um Palmyra herum liegen viele kleinere Siedlungen, die alle möglichen Waren brauchen werden, um sich zu entwickeln. Etwas Sorgen bereiten mir allerdings die 2 Großmächte. Einmal das Römische Reich im Westen und das Partherreich der Arsakiden im Osten. Da wir zwischen diesen Mächten liegen, könnten wir schnell als Kollateralschaden einem größeren Krieg enden. Auf der anderen Seite ist unser schönes Palmyra eine Oase auf der Handelsroute zwischen Indien und dem Römischen Reich. Wir sind hier besonders wichtig als Zwischenstation. Zudem nutzen palmyrenische Stammesführer ihren Einfluss, um den Karawanen den Weg durch die Wüste zum Euphrat und anschließend durch das Partherreich hindurch bis zum Persischen Golf zu bahnen.
Jedoch kann sich durch die beiden Großmächte unser Reich in letzter Zeit auch gut expandieren, was uns wiederum zum Vorteil gereicht. Dadurch gewinnt der Handel immer mehr an Bedeutung innerhalb und außerhalb von Palmyra. Da werden sich die Stammesältesten aber freuen, wenn sie erfahren, dass ich neben dem geforderten Getreide auch noch in der Lage war, einige Gewürze und edle Stoffe aus Indien mitzubringen. Da werden sie sich garantiert freuen. Aber nun ruhe dich erstmal aus und spreche dann morgen mal mit den Ältesten. Was hältst du davon, wenn wir nachher noch ins Theater gehen? Das hört sich gut an. Darauf freue ich mich schon. Welches neue Stück wird denn aufgeführt? Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich hole schon mal die Tessera. Im Anschluss an diesen Gesprächsverlauf der Zeitzeugen findet ein Perspektivenwechsel statt. Innerhalb dessen kommentieren zwei Historiker den vorherigen Dialog. Die beiden Historiker wurden dazu beauftragt, die Hypothesen der Zeitzeugen mit Hilfe von Quellen und Literatur zu verifizieren oder zu falsifizieren, unter Berücksichtigung der Fragestellung, was dazu führte, dass Palmyra sich parallel zu Alexandria in den Transithandel integrieren konnte. Grundsätzlich können wir den Erzählungen der Zeitzeugen nicht widersprechen. Die geografische Lage von Palmyra war der Wegbereiter für Palmyras Einstieg in den globalen Handel. Palmyra lag inmitten einer offenen Siedlungs- und Eroberungsgrenze. Innerhalb dessen standen sich zwei imperiale Machtzentren gegenüber, das Römische Reich im Westen und das Partherreich der Arsakiden im Osten. Dadurch, dass diese beiden Imperien miteinander konkurrierten, stand die Expansion der Stadt Palmyra unter einem guten Stern und gewann von Tag zu Tag immer mehr an Bedeutung. Auch lässt sich bestätigen, dass palmyrenische Stammesführer als Wegbereiter für die Karawanen dienten. Zudem sei zu bedenken, dass Palmyra um 50 vor Christus kaum von Belang war, weshalb die Ansichten der Zeitzeugen durchaus vorhersagend waren. Die Eliten und Großmächte des Imperium Romanum verlangten zur Zeit des Hellenismus wie die meisten europäischen Mächte nach Luxuswaren, wie beispielsweise Gewürze und Baumwolle aus Indien oder edlen Stoffen aus China. Immer wieder spezialisierten sich Gesellschaften auf den interkontinentalen Fernhandel, der Fertigungserzeugnisse von Ost nach West transportierte. Dabei konzentrierten sich mit den Jahren vermehrt die zentralen Handelsmetropolen auf den Transithandel. Der Transithandel liegt im Ausland vor, wenn Inländer von Ausländern Waren importieren, um diese an andere Länder weiterzuverkaufen. Nicht nur das Land, sondern auch die Flüsse waren mit die Hauptverkehrsadern. Allerdings waren die Händler bestimmten Handlungsbedingungen unterlegen. Die Außengrenze des Römischen Reichs bildete die erste Zollabgabe. Die Einführungszölle in das Römische Reich waren ungefähr 25% des eingeführten Warenwertes. Zudem konnten wir anhand der Literatur des 21. Jahrhunderts herleiten, ob die Oase Palmyra in den Jahrhunderten nach der Epoche des Hellenismus einen Aufstieg als Handelsmetropole erleben konnte. Wir haben herausgefunden, dass die Massen an importierten Fertigungserzeugnissen aus Indien und China bis zum 1. Jahrhundert nach Christus in die ägyptischen Häfen Berenike und Myos gelangten. Allerdings verloren diese Hafenplätze am Roten Meer immer mehr an Bedeutung. Stattdessen gewann die Oase Palmyra an der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert nach Christus immer mehr Ansehen und entwickelte sich zum Handelszentrum. Die hypothetischen Aussagen der Zeitzeugen lassen sich hinsichtlich der Fragestellung durchaus bestätigen.